Grüß Gott, ich will mein Fun Lovers Video von Mai und Juni machen. Juni und Juli sind meine Problemmonate, die verwechsel ich immer. Also, ich fange auch gleich einmal an, das könnte ein bisschen länger brauchen. Serien. Habe ich in beiden Monaten ganz, ganz viel Pretty Little Liars geschaut. Das ist ja auch die letzte Staffel jetzt heraus. Seit 11. Juni läuft sie auch auf TNT-Serie. Und im Mai hat sie, glaube ich, oder schon vorher hat sie, glaube ich, angefangen. Ich bin mir nicht sicher, ich will nicht irgendeine Lüge erzählen. Aber schon vorher hat sie angefangen, auf Englisch schon zu laufen. Und ich habe sie mir auf Englisch angeschaut. Was für mich am Anfang, ich gebe es ganz ehrlich zu, sehr, sehr schwer war am Anfang. Es wird schon besser mit meinem Englisch, wenn man es jahrelang nicht mehr spricht oder hört oder sonst irgendwas, verlernt man es wirklich. Klingt blöd, ist aber so. Ja, ich bin froh, dass ich so viel verstanden habe, so viel es ging. Ich habe auch schon die letzte Folge gesehen, also niemand kann mich spoilern, yay. Ich hoffe, also ich bin gespannt, wie sie dann auf Deutsch übersetzt wird. Weil vor kurzem war eine Folge, da war ich echt enttäuscht, wie die übersetzt worden ist. Weil die englische Version gefällt mir viel, viel besser von dem, wie AD eben sich gibt, sagen wir so. Ich will nicht spoilern. Obwohl, wenn ihr die erst auf Deutsch seht, dann habt ihr die Folge ja schon gesehen. Also da hat mir die englische Variante besser gefallen. Aber okay, das ist ein Streitpunkt. Und Law & Order habe ich auch sehr gern geschaut. Law & Order, Criminal Minds, was habe ich noch? Irgendwas noch? Law & Order, Criminal Minds. Das war's, glaube ich. Mehr steht auch nicht. Filme. Im Mai habe ich ganz, ganz viele alte Filme geguckt. Cinderella, Save the Last Dance oder Ant-Man. Und im Juni nur Mulan. Weil den hat es im Fernsehen gespielt und ich war so happy darüber, dass sie gespielt hat. Ich habe da auch dauernd Snap und so, also Snaps gemacht und so, wenn ihr das gesehen habt. Games steht natürlich leider wieder nichts. Leider. Musik und YouTube. Im Juni steht nichts, aber im Mai stehen die Song Contest Lieder. Ich war wirklich süchtig nach dem Song Contest. Wirklich süchtig. Ich habe alles mir angeschaut. Außer halt, wo unser Kandidat, glaube ich, ausgesucht worden ist. Das habe ich verpeilt, weil ich mir gedacht habe, sie schicken wieder irgendeinen Unnötigen. Aber Nathan Trent war wirklich gut. Also finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Das ist auch schon eine Weile her. Aber ich fand ihn wirklich gut. Ja. Aber mein absoluter Favorit war Kroatien. Das war wirklich mein Favorit. Oder, ich glaube, wer war ein Zweiter? Der Junge. Der Schwarzhaarige, ich weiß es nicht, irgendwas mit Christian oder so heißt der, der war auch super. Ich war echt traurig, dass der nicht gewonnen hat. Ich fand es zwar süß, dass Portugal gewonnen hat, weil ich fand den irgendwie so niedlich, der was gesungen hat. Viele, glaube ich, waren eher enttäuscht, aber ich fand den irgendwie so süß. Bin nur gespannt auf den Song Contest nächstes Jahr. Und der war auch, glaube ich, gar nicht so happy, dass er gewonnen hat. Zumindest empfand ich das nicht so. Ja, also mir wäre der andere lieber gewesen, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen gefreut. Ich war nur sehr enttäuscht auf seine, also wie er reagiert hat. Ich habe irgendwie gehofft, dass er sich mehr freut, aber ja. Weil da war ich dann enttäuscht, dass der andere nicht gewonnen hat, weil der hätte sich noch mehr gefreut, aber ja. Egal, Schluss mit dem Song Contest, das ist schon 2-3 Monate wieder her. Dann habe ich entdeckt, ist gut gesagt, viele werden ihn wahrscheinlich kennen, ein YouTuber namens Ossi Glossy. Das ist ein Junge, der sich schminkt und ich finde den so süß. Der ist sowas von süß. Ich gucke auch in letzter Zeit den Marvin Magnificent. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr die zwei Kandela kennt. Ich finde beide wirklich süß. Wirklich süß. Und den Marvin, da sterbe ich immer. Da krepiere ich vor Lachen, wenn ich mir immer seine Videos habe. Die sammle ich immer und dann gucke ich sie mir erst an, wenn ich schlechte Laune habe. Ja. Ja, mein Freund hat mir gezeigt, dass man auf iTunes Musik kaufen kann fürs T-Mobile-Ding, ging das aber nicht. Das heißt, er hat mir Geld als Gutschein gemacht, damit ich mir Musik runterladen habe können. Mein Herzchen. Und ja, ich habe mir ein paar Lieder von Metal Gear Rising runter gekauft, so, sorry. Und habe die ganze Zeit rauf und runter gehört. Und auch von Little Mix einen Song, den Power, weil das ist mein absoluter Lieblingssong. Dazu komme ich dann später.
So, wenn man und Söhne. Jetzt kommen die Sachen. Meine Favoriten kommen jetzt. Und ich mache das im Mischmasch. Das war halt in den beiden Monaten verteilt. Also, wie mache ich das jetzt am besten? Machen wir das zuerst und dann kann ich gleich wegräumen. Ich habe euch das vor in dem Shop My Stash Video gezeigt. Das Sleek-Produkt, dieses Color-Correcting-Teil. Ich liebe es. Ich benutze es so, so gerne. Mir wäre es halt lieber, ich hätte es mir gekauft, weil dann hätte ich da eine gescheitere Verpackung. Aber okay, sei es drum. Ich konnte es wenigstens testen. Kommen wir noch zu zwei dekorativen Sachen. Einmal einen Nagellack, den habe ich auch noch auf meinen Zehennägeln drauf. Jemand hat mir unter ihnen ein Video geschrieben, ich soll ihnen sagen, ich will aber irgendwie nicht. Ich weiß, ich kann mich von dem nicht trennen, weil ich so eine Farbe auch so gern mag wahrscheinlich. Nur das einzige Problem ist, ich habe eine Zeit lang, ich meine, ich mache ja mir die Nägel selber und ich habe Angst, sie mir zu lackieren. Weil ich glaube, dass da wieder das Gel, ja, das bricht wieder runter. Oh, das zipft mich so an, wirklich, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Wahrscheinlich muss ich da wieder eine Schicht drüber machen. Ich kotze gleich. Ich werde mir wahrscheinlich wieder Nägel machen gehen. Also ich werde mal wieder gehen. Nägel machen, weil ich krieg's nicht hin und ich kann keine Nägel mehr lackieren durch das. Und das zipft mich so an, das kann sich keiner vorstellen. Bei mir bricht das nämlich auf. Ja? Oh, ich hasse es. Okay, Thema wechseln. Deswegen habe ich nur in letzter Zeit Nagellack für die Füße verwendet, weil ich eben auf meinen Fingernägeln nichts tragen kann. Ich hoffe, ich kriege da nicht irgendwann einmal in der Arbeit Ärger. Ich meine, jetzt hatte ich Urlaub 2 Wochen, aber es nervt mich so. Da fängt sie auch schon wieder an. Ich hasse es. Ich hasse es sehr. Vielleicht brauche ich ein neues Gel. Ich glaube, ich werde mir einfach ein neues kaufen, weil das ist einfach so scheiße. Das hat mir nämlich der Jan extra besorgt, aber es löst sich von meinem Nagel und dann kann ich so runterbrechen. Wie kaputtes Plastik oder so. Also es ist wirklich kacke. Wirklich kacke. Ja. Ich kann aber euch einmal ein Foto einblenden. Das habe ich hoffentlich einblenden. Da waren die so schön. Die Nägel, da habe ich Dips von Kiss oben. Da waren sie so, so schön. Aber es hat auch wieder nicht gehalten, weil sich das Gel leider vom Nagel gelöst hat. Das Problem ist, ich habe jetzt wieder eine ganz, ganz lange, also ganz, ganz lange 3 Wochen, wo ich arbeiten muss. Ja. Beschissener geht's nicht. Aber was soll's. Ja, den habe ich jetzt am meisten auf den Füßen getragen. Ja, nur so viel dazu. Dann habe ich eine Kombi als, da habe ich euch auch in dem letzten Video gezeigt, eine Bronzer-Kombi. Am Anfang war ich so fleckig, aber das hat aufgehört, Gott sei Dank. Am Anfang, ich weiß nicht, ob ich das... Geh bitte, du blast genau geschissen rum, du Arsch. So. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich habe ja eine Zeit lang so Flecken im Gesicht gehabt. Aber seit ich den öfter benutze, ist das aus. Das ist von Bourjois, der Bronzer. Und in Kombination mit dem New York City Bronzer, weil den trage ich hart auf. Hart auf, klingt irgendwie behindert. Den trage ich mit einem dünnen Pinsel ganz, hart, kann man sagen, auf. ja. Und mit dem verblende ich das Ganze dann noch. Weil der von Bourjois ist ein bisschen rotstichiger oder orangestichiger und wenn ich das mit dem dann verblende, ist das Ergebnis viel, viel besser. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich mag's. Ich mag die Kombi. Keine Ahnung, was ich mache, wenn der leer wird, aber okay. So, ich glaube, mein Bruder tut schon wieder mit dem Besen da. Als Duft habe ich nur einen Favoriten. Ich glaube, ich habe ihn im Mai am meisten verwendet. Ja, ich glaube im Mai habe ich ihn, jetzt ist mal wieder warm, ich hasse dieses Wetter schon, es nervt mich so. Ja, im Mai habe ich ihn am meisten verwendet, das ist von Lacoste, der Sparkling heißt er, glaube ich. Irgendwie habe ich Wahnvorstellungen, ich glaube die ganze Zeit jetzt vorher, weil mein Bruder mit dem Besen sah so witzig ausgeschaut, leider habe ich das nicht gefilmt, aber da kommt auf einmal so ein grüner Besen immer näher zu meinem Fenster und jetzt habe ich irgendwelche Komplexe, dabei ist das nur der Ast, Gott ey. Ja. Egal, Sparkling Duft von Lacoste, der riecht echt, echt gut. Er ist mir jetzt nur ein bisschen zu stark für die Jahreszeit, weil es ja doch manchmal brechend heiß ist, ist er mir ein bisschen zu stark. Aber ich mag den Duft so, so gerne. Ich mag ihn wirklich gerne, aber es ist halt blöd, weil ich eh so viel habe und da könnte ich mir gar nicht nachkaufen, wenn er leer wird. Aber es ist eh noch ganz, ganz viel drin, ich habe noch nicht so viel verwendet. Ich habe ihn nämlich eher im Mai getragen und dann nur, wenn ich frei gehabt habe und unterwegs war. Ja, aber den mag ich echt gerne.
Dann kommen wir zur Pflege, beziehungsweise habe ich da auch eine Sonnenpflege. Oh Gott. Sorry, ich hänge da gerade mit... Okay, alles in Butter. Nichts passiert. Eine Sonnenpflege von Lancaster, die muss ich unbedingt heuer leer machen. Es ist auch Gott sei Dank nicht mehr so viel drinnen. Ich glaube nur noch bis daher, circa. Die habe ich nämlich schon sehr, sehr lange. Die riecht aber sowas von gut. Ich mag den Duft von Lancaster Sonnenpflege. Nur als Parfum hätte ich es nicht gern. Da gibt es nämlich einen Duft von dem. So, höre ich mir das in die Go. ja, man kann Sonnenschutz schon noch ein, zwei Jahre später, also ein Jahr schon. Ich bin so blau. Wieso bin ich so blau? Egal. man kann sie schon noch verwenden, aber bei der merke ich, dass sie nicht mehr so schützt. Weil da ist der Lichtschutzfaktor 50. Und jetzt müsst ihr rechnen, die ist 2 Jahre alt, jetzt sind es 30. Also immer 10 weniger von den Jahren her. Und deswegen, die will ich unbedingt heuer leer machen. Ich habe nämlich noch so viel Sonnenpflege gefunden. Diese riesen Lancaster habe ich noch. Dann habe ich noch einen Spray. Dann habe ich noch so eine kleine Creme. Und Proben. Also ich muss das unbedingt noch aufbrauchen. Weil Gott sei Dank habe ich noch im August Urlaub. Weil ich bin leider gar nicht mehr dazu gekommen. Und im August werde ich mich zusammenreißen. Ich muss mich zusammenreißen. Aber die fand ich wirklich gut. Ich würde sie mir auch immer wieder nachkaufen. Aber ich habe noch so viel andere Sonnenpflege. Deswegen, ja. Die ist auf jeden Fall mal Vorrang aufzubrauchen. Dann habe ich neu, das habe ich von der Arbeit nämlich geschenkt bekommen. Da hat extra eine Kollegin für mich gefragt, ob ich das haben darf, weil ich das unbedingt ausprobieren wollte. Ich bin kein L'Oreal-Fan. Überhaupt nicht. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber das ist echt der Hammer. Das ist das Hydro Genius Aloe Water heißt das. Und das ist mit Aloe Vera, logisch, so wie es der Name sagt. Das ist jetzt für normal bis trockene Haut. Da gibt es für 3 verschiedene Hauttypen gibt's das Serum. Und dass das für trockene Haut ist, spürt man wirklich. Das ist so... Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so ein richtiger Feuchtigkeitsbooster. Und meine Haut ist sowieso so... Ich meine, geschminkt schaut sie wunderschön aus, aber ungeschminkt schaut sie katastrophal aus. Ich habe überall diese Sommersprossen. Glaubt man nicht, weil ich bin ja eigentlich blond und nicht rothaarig. Aber ich habe überall Sommersprossen. Meine Haut schaut irgendwie fahl und irgendwie weiß ich nicht aus. Und das ist der Oberhammer. Ich habe es jetzt noch nicht so oft verwendet. Ich halte es euch mal kurz näher hin. So sieht das aus. Es ist so eine blaue Flüssigkeit. Es ist auch gar nicht so teuer. Es kostet 10 Euro und es ist oft in Aktion. Also das würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn das leer wird. Das ist wirklich, wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, dass es im Winter noch besser für mich funktioniert als jetzt im Sommer. Ich meine, im Sommer reicht mir das auch, aber im Winter... Als nächstes habe ich ein Serum von Elizabeth Arden und ich liebe es. Ich hatte davon auch schon oft eine Probe und ich liebe dieses Ding. Überhaupt, wenn ich mich schminke und das danach blödsinn. Wenn ich das vorm Schminken auftrage, ist die Haut sowas von schön. Jedes Mal, wenn ich das oben habe, heute habe ich es nicht drauf, aber jedes Mal, wenn ich das oben habe und ich gehe arbeiten, sprechen mich Kunden wirklich an. Sieh mal, meine schöne Haut. Und ich sage, das ist das hier, sonst hätte ich es nicht. Und es ist wirklich keine Lüge. Es ist so teuer, das Teil. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal versuchen, ob ihr davon eine Probe bekommt. Aber das ist sowas von gut. Ich weiß gar nicht, ob es ein Dupe irgendwie gibt. So ein günstigeres Dupe. Kenne ich keins. Weil das von Catrice, was ich hatte, was ich leer gemacht habe vor kurzem, das ist kacke gewesen. Das war nicht vergleichbar mit dem, weil da waren so richtige Glitzerbrocken dabei, wo man die dann wirklich gesehen hat. Und wenn man das Make-up verteilt hat, hat man da einen Glitzerfleck gehabt. Also das war echt Hölle. Aber das hier ist super. Das hier ist wirklich, wirklich super. Ihr solltet euch mal versuchen, davon eine Probe zu holen. Ich habe Gott sei Dank auch noch 2 Proben, habe ich gesehen. Das ist der Vorteil, wenn man in andere Filialen geht, Leute. ja. Mag ich wirklich, wirklich gerne. Ich werde traurig sein, wenn das leer wird. Aber ich gehe auch sparsam damit um. Obwohl ich hier noch Proben habe, aber ja. Ja, dann habe ich eine Augencreme von Clinique. Die habe ich mir vor noch nicht so langer Zeit gekauft. Und ich habe eine Augencreme, glaube ich, habe ich eine leer gemacht? Ja, ich habe eine. Die war auch von Clinique. Das war ein Roll-On. Seht ihr, glaube ich, im nächsten Aufgebraucht-Video. Ich hatte ja eine Probe davon und war von der Probe nicht begeistert. Aber das liegt allein nur daran, weil diese Kugel da oben fehlt bei der Probe. Wenn sie so eine kleine Größe rausbringen würden, würde das viel mehr Sinn ergeben. Man braucht diese Kugel, damit es einen Effekt macht. Man kann das nämlich rausziehen. Ich mache es jetzt lieber nicht, weil sonst flutscht wieder Produkt dumm. Man zieht die Kugel raus. Also nur so ganz
kurz, drückt dann ein bisschen drauf, man kann es dann schon verteilen und dann drückt man die Kugel einfach wieder rein. Und ich liebe diesen Mechanismus davon. Meine Haut wird da viel, viel schöner und ich mag so, so gern die Augencreme. Ich habe halt nur ein bisschen Schiss, ob ich da überhaupt alles rauskriege. Aber ja, für das kann man es ja aufschneiden. Bei Clinique würde ich auf jeden Fall aufschneiden. Das wäre es mir wert. Dann als Reinigungsprodukt, habt ihr auch schon mal in einem Video gesehen von mir, von Biotherm das Balm to Oil, glaube ich, heißt das, oder? Ja, auf jeden Fall das zum Abschminken. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich meine Lancôme-Mascara vom Gesicht runterbekomme, von meinen Augen, nicht von meinem Gesicht. Von meinen... Halleluja, jetzt habe ich mich vielleicht erschreckt. Was ist denn das? So, da ist die Pappe rausgeflogen. Okay, dann bleibst du eben draußen. Tja, interessant, da ist die Pappe da oben rausgeflogen. Ja... So sieht das Produkt aus. Ich gehe sehr, sehr sparsam damit um. Ich benutze es auch nur für die Augen, weil ich es eben da nur brauche. Und ich glaube, da werde ich sehr, sehr lange auskommen, damit ich weiß gar nicht, wie lange das haltbar ist. Ach, da. 18 Monate nach dem Öffnen. Ach, geh bitte. Aber ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Probleme hat, die Mascara runterzubekommen. Weil durch das sind meine Wimpern endlich mal abgeschminkt. Ja, das war's jetzt mit dem Beauty-Zeug. Ich weiß, das war ziemlich lange, sorry. Fashion. Ich habe da nur für Mai was stehen, da war es ja noch relativ kühler. Und da steht bei mir nämlich Lederjacke, also nicht wundern, im Mai war es ein bisschen kühler. Und dann steht dann Hotpants. Aber mit Leggings. Ich kann Hotpants ohne Leggings nicht tragen. Nein, das schaut zu dämlich aus. Jetzt kommen wir zum Essen. Ich habe für mich Dinkelreis entdeckt. Hatte ich noch nie vorher, sage ich euch ganz ehrlich. Hat mich eine Kollegin und Freundin draufgebracht, die immer mit mir auch zum Friseur geht. Sie hat mich nämlich kosten lassen und ich fand das wirklich, wirklich gut. Und ich habe das mal für meine Mama gemacht, mit Fisch dazu, und die hat das auch geschmeckt. Also ich habe auch noch eine Packung da, also das ist wirklich, wirklich gut. Was ich noch gern gegessen habe, war Tomaten und Mozzarella. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Tomaten, es hat sich aber durch das sehr, sehr gebessert. Ich kann zwar trotzdem nicht so viel davon essen, aber es hat sich gebessert. Nun müssen sie schön sein, wenn sie so lätschert sind, dann wandern sie gleich im Müll. Was ich halt noch oft gegessen habe, war Salat. Ja, am häufigsten, ich weiß gar nicht, ob ich Fotos davon habe. Und dann war ich mit Arbeitskolleginnen und Freunden, ich betone das so, weil sonst kriege ich wieder Haue, da waren wir essen und ich habe mir einen Veggie-Burger gegönnt, der war richtig geil, da habe ich alles aufgegessen. Und danach noch ein Eiskaffee, weil das war mein Cheat-Day, obwohl ich jetzt ein bisschen mehr cheate schon, aber es wird schon besser. Ich habe ja gejammert, dass ich wieder zugenommen habe, weil unter irgendeinem Video... Habt ihr mir geschrieben? Oder irgendjemand hat geschrieben. Einer hat gemeint, dass man das sieht, dass ich abgenommen habe. Einer hat auch geschrieben... Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich ja wieder zugenommen gehabt und ich war so deprimiert deswegen. Ich habe gleich wieder 2 Kilo zugenommen. Ich war so deprimiert. Eigentlich wollte ich mich heute auf die Waage stellen, ich habe aber vergessen. Ups. Ja. Kommt und geht. Aber ab Winter, ich weiß, das klingt blöd, weil ich das erst im Winter machen will... Aber im Winter werde ich öfter in ein Schwimmbad gehen. Da habe ich auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Also ich will vielleicht jeden Sonntag so in ein Schwimmbad gehen, in so eine Schwimmhalle. Weil bei mir in der Nähe gibt es nämlich eine, die ist nicht so weit weg. Und ja, deswegen würde ich das gern mir vornehmen. Ich hoffe, ich schaff's, weil ich bin eh so faul. Ja, im Juni habe ich oft Salat gegessen. Ich kann keinen Salat mehr sehen, Leute. Ich schwör's euch. Ich habe so viele verschiedene Varianten von Salaten gegessen. Da war ein Salat mit Schinken und Ei. Der war aber gut. Obwohl der Schinken hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber der war echt gut. Nur eins muss ich noch dazu sagen, ich habe versucht, das selber zu machen. Ich habe mir Eier gekocht und ich bin zu blöd, Eier zu kochen. Wer ist sonst noch so blöd, Eier zu kochen? Ist mir noch nie passiert. Ich war ja 4 Jahre in der Küche. Gott, ey. Naja, anderes Thema. aber das war echt doof. Ich habe da auch keinen Bock mehr gehabt, das nochmal zu probieren. Ja. Keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch einen schlechten Tag gehabt. Aber wann hatte ich den mal nicht? Egal. Was ich noch sehr, sehr gerne gegessen habe in dem Monat waren Brombeeren. Ich liebe das. Ich liebe es. Also so richtig, das sind so, ich habe euch das auch als Foto. Das ist so eine kleine Schale. Die wasche ich alle und dann esse ich auch alle. Und das ist so mein Naschkram-Ersatz. Also ich habe in dem Monat eigentlich
kaum noch genascht, weil ich eben jetzt so zugenommen habe. Aber ich, wenn ich auf Süßes Bock gehabt habe, habe ich Obst gegessen. Also meistens diese Brombeeren und da bin ich echt stolz auf mich. Trinken. Ja, im Juni war es, nein, im Mai war es öfter Wasser mit Orange oder Zitrone. Das könnt ihr hier sehen. Das habe ich aber aufgehört, weil mir das Obst immer zu schade ist, das wegzuwerfen. Aber ich habe noch eins, also ich könnte es eigentlich wieder machen, wenn das Obst noch gut ist. Das habe ich nämlich schon sehr lange. Und was ich noch sehr gerne mag, ist ein Multivitaminsaft von Jo, heißt er. Mit Wasser, natürlich. Das trinke ich auch sehr, sehr gerne. So, sonstiges. Im Juni steht nichts. Ich habe aber jetzt 2 Wochen Urlaub gehabt. Leider ist mein Urlaub vorbei. Das ist heute mein letzter Tag. Deswegen versuche ich noch zu drehen und sauber zu machen und sonstige Sachen. Ich werde wahrscheinlich jetzt den Urstress dann haben, weil ich jetzt noch mit meinem Hund raus muss. Dann muss ich unbedingt anfangen zu putzen, meine Fliesen im Badezimmer und bla bla bla. Obwohl das mich gar nicht sich interessiert. Ich glaube, ich werde jetzt dann noch dann ganz schön Stress haben. Glaube ich schon. Ja. Ja. Aber in meinem Urlaub war ich sehr faul. Und das macht mich ein bisschen traurig. Ich war öfter meistens nur zu Hause. Ich war seltener schwimmen. Mein Urlaub hat mich irgendwie deprimiert. Ich glaube, jedes Mal nach dem Urlaub bin ich ein bisschen deprimiert. Da sollte ich was ändern dran. Ich glaube, ich brauche neue Freunde. ja. Meine Emi ist auch leider in... Habe ich auch im letzten Video gesagt oder vorletzten. Die Emi ist ja leider auch nicht da. Die ist in derselben Zeit weg, wie ich Urlaub gehabt habe. Sonst wäre ich nämlich viel, viel öfter mit der Emi unterwegs gewesen, weil dann hätte ich das ausgenutzt. Aber leider ist sie nicht da. Leider. Das hat mich ein bisschen debri gemacht. Sehr debri. Ja, aber im August ist es dann eh besser. Weil da ist sie dann da. Mai. Im Mai habe ich mir ein neues Handy geholt, weil mein altes hat voll gespinnt. Aber wirklich gespinnt. Ich konnte es nicht aufdrehen, nicht abdrehen, mich konnte niemand mehr anrufen und bla bla bla. Das hat mir nämlich mein Papa lieberweise zu Weihnachten geschenkt, gebraucht von meinem Onkel. Das führe ich jetzt nicht weiter aus. Ja, auf jeden Fall habe ich sehr, sehr oft Aggressionen wegen dem Handy bekommen. Und ich habe mir jetzt wieder ein iPhone genommen, aber in Rosé. Das schaut doch gut dreckig aus. Also bei ihr in der Hülle. So sieht das aus. Ja. Ich habe extra das haben wollen eigentlich, weil der Jan mir die Hülle da noch gekauft hat, aber die zerlegt sich in alle Einzelteile, die schaut so kacke aus schon. Und ich bin nicht dazu gekommen, mir eine neue Hülle zu kaufen. Ich wollte nämlich unbedingt eine andere haben. Nicht mehr so eine, weil so eine mag ich nicht mehr, sondern eine andere. Ja. Oh, ich habe so Schnupfen, Leute. Krankenstand. Ja. Das mit dem Handy war wirklich ein Drama. Mich hat das so wütend gemacht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Man kauft doch nicht von jemandem ein Handy ab, was dann hin ist. Ugh, ich darf gar nicht dran denken. Ich habe dieses Schrottteil leider noch da, weil ich will noch meine Fotos runterbekommen von dem Ding, damit mein Vater, meinen Onkel das zurückgeben kann und hoffentlich sein Geld wieder zurückkriegt, weil das ist die größte Frechheit, die es gibt. Ja, nur so viel dazu. Dann im Mai habe ich mich mit den Mädels getroffen, mit der Emi, mit der Min und mit einer noch zusätzlichen Freundin, die Sibel heißt. Sibel, ja. Das war richtig lustig, wir hatten da urviel Spaß. Auch wieder leider einen Monat oder fast bald 2 Monate, ja. Ja, dann habe ich mir im Mai Snapchat angeschafft. Mich haben so viele sigiert deswegen, dass ich mir gedacht, okay, dann machst du es ausnahmsweise doch. Und jetzt bin ich auch süchtig danach, also es war eh typisch. War ja eh sowas von klar. Dann das letzte im Mai war noch das Konzert von Lil Mix. Und das war so cool. Das waren diese nervigen Teenies, die mir so am Arsch gegangen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie dumm man sich vorkommt, wenn man als 27-Jährige da in dem Tobobaho steht und so kreischende nervige Teenies umrum sind. Was ist mit meinen Haaren? Oh. Ja. Ich habe auch nicht gerechnet, dass da so viele Leute waren, weil die Schlange war ja ein Horror. Ich hoffe, ich kann euch ein Bild einblenden, wenn ich das Foto noch habe. Das war ja ein Horror, wie viele Leute da waren. Das war wirklich ein Horror. So lange, glaube ich, musste ich in meinem Leben noch nie warten wie bei dem Konzert. Wir mussten bei der Schlange warten, da musste man warten, bis man... weil wir die Taschen abgeben haben müssen, das kenne ich auch so nicht. Da mussten wir warten, bis wir die Taschen abgeben konnten. Dann mussten wir warten,
Also dann hat die Vorband schon angefangen, das war The Vamps, kenne ich auch, ich kannte aber nur ein Lied von denen. Was war noch? Ja, und dann, bevor Little Mix auf die Bühne gekommen ist, hat man auch wieder urlange warten müssen. Und mir war schon so warm, weil ich auch noch so deppert war und einen Pulli anzogen habe. mit so überkreuzt in den Grün, was ich auch in Schwarz oft angehabt habe. Das war die Hölle, Leute. Das war wirklich die Hölle. Und danach, wo das Konzert vorbei war, haben wir warten müssen, bis wir unsere Tasche wieder abholen haben müssen. Und das Beste, wir haben so einen Durst gehabt, dass wir nicht sich dort anstellen wollten, wo das Konzert war, im Gasometer, sondern wir haben sich gedacht, wir gehen zum Mackie, weil das ist gescheiter. Tja, gescheiter wäre es gewesen, wenn wir dort wahrscheinlich was zum Trinken gekauft hätten. Weil beim Mackie haben wir so lange warten müssen, bis wir unser Getränk kriegen. Ich glaube, an dem Tag, ich drehe noch durch. Ich glaube, ich drehe noch durch. Das Konzert war schön. Ich würde auch wieder auf eins gehen. Aber ich hätte dann bitte gerne einen Sitzplatz. Ich bin für sowas zu alt, dass ich mich da runterstelle. Es war zwar urcool, die Mädels von Little Mix mal urnah zu sehen und so, aber nee, da würde ich lieber einen Sitzplatz haben wollen. Weil in der Zeit, wo man auf Little Mix warten hat müssen, habe ich die oben beobachtet und die sind aber aufs Klo gegangen, haben sich noch was zu trinken geholt und die haben mich so beneidet, das kannst du euch nicht vorstellen. Aber so im Großen und Ganzen war das Konzert wirklich schön. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe viel zu lange geredet jetzt in dem Video. Aber es gab komischerweise mehr zu erzählen. Viel mehr zu erzählen. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr die letzten zwei Monate Positives und Negatives, wenn ihr es erzählen wollt, erzählen. Hat das jetzt Sinn ergeben? Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye! Sparky!